Guten Morgen, liebe Wohnmobilfreunde. Wir sind heute am Start. Wir wollen das mal mit den Gerichten machen, mit den Omnia. Haben uns jetzt hier ein Gericht ausgesucht. Und zwar etwas aus der Toskana. Hackbällchen Costa aus. Hackbällchen Toskana. Also nochmal, Hackbällchen Toskana machen wir heute mit dem Omnia. Wir haben das Ganze mal vorbereitet. Ich zeige euch das mal. Wir haben hier das Buch. Chantal, zeig mal vorne die Seite. Nach dem Buch geht das hier. Okay, und dann haben wir vorbereitet. Knoblauch, Sahne, Hackfleisch haben wir auch. Die Bällchen müssen erst werden. Ach, die Bällchen müssen erst werden. Müssen wir die Bällchen anbraten oder wie ist denn das? Bällchen brauchen wir nicht anzubraten, Mama. So, als erstes fangen wir an. Eine Knoblauchzehle schälen und klein hacken. Eine Knoblauchzehle schälen, zähle ein. Was rede ich denn heute für ein Quark zusammen? So, also eine Knoblauchzehe schälen und klein hacken. So, dann haben wir hier gehackte Tomaten. In einer Schüssel die gehackten Tomaten. Mit Sahne. Darf ich es klein machen? Sahne. Sahne brauchen wir 150 ml. Da haben wir noch was übrig. Moment, wollen wir mal gucken. Das sind 100, kannst du mal rein. Alles? Ja, alles. So, hier. 150 was? Milliliter Sahne, gehackte Tomaten. So, das ist jetzt Tomatenmark. Ein Esslöffel Tomatenmark, zwei Esslöffel Kräuter. Das sind Tiefkühlkräuter. Liebe Freunde, wie wir sehen, wir stehen ganz idyllisch im Garten bei uns. Heute ist ein total verregneter Tag. Und deswegen haben wir uns entschlossen, uns den Omnia zu widmen und Omnia-Rezept zu testen und natürlich dann in die Eigenkreationsphase überzugehen. So, ein Teelöffel Zucker noch rein. Ein Teelöffel Zucker. Salz rein. Ach, jetzt kommt Salz. Salz und Pfeffer rein. Umrühren und ich tue nebenbei den Knoblauch rein. Jetzt stell ich mir aber die Frage, wie wird es mit den Hackbällchen? Müssen wir die vorher anbraten oder? Nein, es geht gleich weiter. Aha, geht gleich weiter. Die Chantal macht das super. Kannst du mal ablegen? Den Omnia, wir brauchen jetzt den Omnia, den stell ich dir mal jetzt hoch, den Omnia. Du kannst mal bitte die Fenster. So schaut es jetzt aus, liebe Freunde, was wir zusammengerührt haben. Und jetzt geht es weiter mit dem Hackfleisch. Da haben wir jetzt wie viel? Also 650. Ich habe jetzt hier 500. 650, wir haben jetzt 500. Okay. Und zwei Esslöffel Kräuter. Zwei Esslöffel Kräuter. Und jetzt, oh, warum darf das die Chantal? Das mache ich doch eigentlich gerne. Und du kostest zu viel. Ach so, ich koste zu viel. Willst du machen? Die Chantal darf das machen. Aber wie schön das regnet. Das hört ihr bestimmt im Hintergrund, liebe Freunde. Das Wohnmobilgeräusch beim Regen. Also mit den Kräutern, liebe Freunde, sieht wirklich lecker aus. Muss ich jetzt auch mal probieren. Okay, Salz. Salz. Aber mit den Kräutern ist es wirklich lecker. Und dann werden die Bällchen geformt. Müssen Sie die Naschen? Von jeder Seite müssen jetzt fünf. Aus jeder Seite müssen fünf Bällchen werden. So, aus dem Hackfleisch werden jetzt hier die Bällchen geformt. Noch 10 Stück. Ja,
Ach, es müssen 10 Bällchen rein. Das ist richtig aufgegangen. Mhm. Jetzt kommt es in den Omni rein. Jetzt teilen wir das auf. Du darfst einen reinlegen. Immer schön abschneiden. Nein, nicht so weit auseinander. Wir müssen alle 10 Also rein. Es sieht natürlich schon mal total lecker aus, ne? Muss ich mal sagen. Genau. Sehr gut. So geht es nämlich schön auf. Das ist schön ausgefüllt, ne? Mhm. So, jetzt haben wir hier den Mozzarella. Da müssen wir 10 Scheiben rausbekommen. 10 Scheiben Mozzarella, die kommen oben bestimmt auf den Bällchen drauf. So, okay. Hackfleisch Bällchen Toskana. Liebe Wohnmobilfreunde, liebe Omnia-Freunde, total lecker. So schaut das Ganze aus. So schaut das Ganze aus. Ich gehe mal schön nah ran. Wir haben die Hackfleischbällchen in der Soße mit Mozzarella. So. Der Omnia wird jetzt draufgestellt. Deckel drauf. So. 2 Minuten auf voller Flamme. 2 Minuten auf voller Flamme, okay. Hey Siri. Ich stelle den Timer auf 2 Minuten. So, liebe Freunde, 2 Minuten, volle Fahrt, volle Flamme. Und dann, wie geht's dann weiter? Dann 30 Minuten auf halber und mittlerer Flamme. 30 Minuten auf halber und mittlerer Flamme. Und wir sind dann mal ganz gespannt, wie das schmeckt. Ne? Genau. Es riecht ja schon lecker. Halbe Flamme. Die 2 Minuten sind um. Halbe Flamme. So schaut bei uns die halbe Flamme aus. Okay. Weil sich ja diese Volllastflamme von den 2 Minuten bei den Omnia immer wieder wiederholt, bei den Gerichten, gehen wir mal davon aus, dass dies für die schnelle und zügige Erwärmung der Omnia-Form dienen soll. So, wir warten jetzt 30 Minuten und wenn wir die 30 Minuten durch haben, schauen wir mal rein in den Omnia, wie weit wir sind und berichten dann nochmal weiter. Bis gleich. So, liebe Genießerfreunde, liebe Kochfreunde, Omnia-Freunde, 30 Minuten sind um. Wir schauen jetzt mal in die Omnia-Form und schauen uns mal unser Gericht an. Toskana-Bällchen. Nee, Bellna Hackbällchen. Hackbällchen-Toskana. Gut, Hackbällchen-Toskana, wir schauen mal rein. Meine Frau macht das Teil mal auf. Ich mach's mal auf. Die Frau macht das Teil mal auf. So, nach 30 Minuten, liebe Freunde, schaut das so aus. Sensationell. Es köchelt noch vor sich hin. Leicht. Wir haben 30 Minuten auf halber Hitze und 2 Minuten auf voller Hitze. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie machen wir das Ganze? Mit dem Löffel auf die Teller. So, wir lassen es uns mal schmecken und dann schauen wir mal, wie das ausschaut. Liebe Wohnmobilfreunde, ein super Gericht. Es hat wunderbar geschmeckt. Wir gehen davon aus, dass ihr Appetit bekommen habt. Der Omnia, eine super Geschichte. Ihr habt es gesehen, es geht wunderbar ein. Zutaten bringen wir nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Wir freuen uns auf einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat, wir werden diese Omnia-Gerichte weiterführen, weil wir Spaß daran gewonnen haben. Wir sind begeistert von den Omnia und wir werden natürlich diese Omnia-Gerichte und diese Präsentation weiterführen, weil wir selber hier testen, ausprobieren, selbst kreieren, vieles nachkochen werden. Demzufolge werden wir einen separaten Tag einrichten, wo wir alle diese Omnia-Gerichte hier in unserem Kanal einstellen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und wir freuen uns natürlich auf einen Daumen nach oben. Wir wünschen euch alles Gute, eine wundervolle Woche, ein schönes Wochenende und bis dahin, wir sehen uns auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis gleich. Thank you.